Kleine Kinder, feine Kinder. Das ist das Versprechen. Ich verstehe immer gar nicht, was da genau geliehen werden soll. Wissen Sie, die Frau kriegt ein Kind, ihr eigenes Kind, und sie gibt das Kind dem Vater. Was ist geliehen? Kinder könnten künftig eine Frage des Preises sein. Es hat mich lange Zeit gekostet, zu begreifen, dass ich keine Ersatzmutter war, dass ich eine Ersatzehefrau war. Die andere war die Ersatzmutter, nicht ich. Auf der Rückseite der Träume, junge Frauen, die sich mit dem Sperma eines fremden, aber zahlenden Mannes befruchten lassen, um das gemeinsame Kind dann abzugeben. Zu Besuch bei solch einer Leihmutter, die gerade ein eigenes Baby erwartet. Was waren das für Leute, die das Kind haben wollten? Erst waren Ehepaar da, die waren, weiß ich nicht, ob die höher gestellt waren, aber die sind dann nachher abgesprungen und dann haben sich die Familie gemeldet. Und die, er war Musiker, und was sie war, das war, oder es waren beide Musiker, das weiß ich nicht. Und waren die Ihnen sympathisch so? Die waren mir sehr sympathisch. Haben Sie zusammen gesprochen, sind Sie zusammen Kaffee trinken gegangen? Oder nein, irgendwie? Nein, wir haben da nur gesprochen. Und dann wurde ein Termin vereinbart, wann das geschehen sollte. Musste ich erst rausfinden, wann mein Eisprung war. Mhm. Und dann hat er das da gemacht. Mhm. Was hat Ihr Mann denn gesagt zu dem Ganzen? Ja, gar nichts. Da spielte sich im Bett bei uns nichts mehr ab, nichts mehr, ne? Total. Der hat nur an das Geld gedacht. Der hat nur an das Geld gedacht. Und so, als es dann mit der Schwangerschaft voranging? Wie haben Sie sich da selber gefühlt? Zum Kind hatte ich gar keine Verbindung. Also das war total out. Was war da so anders als jetzt zum Beispiel? Ich habe da nie drüber gesprochen, über meine Schwangerschaft. Ich habe nie... Ich meine, man streichelt ja, wenn man schwanger ist, dann kommen die Kinder schon mal an und streicheln den Bauch. Und das machen meine Kinder jetzt auch. Und mein Mann, der kommt dann schon mal an und streichelt. Ne? Mhm. Das hat mein Ex-Mann nicht gemacht. Ne? Also, und ich auch selber nicht. Und ich habe da nie drüber gesprochen, über die Schwangerschaft. Weil das war ja Ihr Kind, nicht? Es war mein Kind, aber ich wusste, dass ich das abgeben musste. Und da habe ich gedacht, du darfst da überhaupt keine Beziehung zu haben zu dem Kind. Mhm. Sonst ist das nachher wieder ein Schuss in den Ofen, ne? Sonst gibt es das nachher ab und dann... Mhm. Oder möchtest du das dann behalten, ne? Ist da eigentlich sowas wie eine Beziehung zwischen Ihnen und diesem Vater entstanden? Oder... Wie kam er Ihnen vor? War er Ihnen unangenehm oder angenehm während der Schwangerschaft? Es war ein sehr sympathischer Mensch, muss ich ehrlich sagen. Also der hätte mir sogar, will ich mal ganz krass ausdrücken, dreimal besser gefallen wie mein Ex-Mann. Ne? Also war ein sehr sympathischer Mensch. Wie war das denn mit dem Geld? Haben Sie von vornherein gewusst, wie viel Geld Sie dafür kriegen werden? War das ausgemacht? Ja, das war ausgemacht, klar. In der Stand von 50.000 Mark und dann daraufhin habe ich auch, ich meine, 50.000 Mark, das hört sich natürlich toll an, ne? Mhm. Dann hat der aber gesagt, 50.000 Mark können wir da nie für zahlen, ne? Und dann habe ich gesagt, naja, dann habe ich 27 Mille gekriegt dafür, ne? Und wann haben Sie die gekriegt? Die habe ich erst nach so der Monat nein, Monat? Die habe ich nach der Entbindung erst gekriegt. Die wurden auf dem Treuhandkonto festgelegt bis zur Geburt. Was haben Sie mit dem vielen Geld gemacht? Eine Menge Geld? Ja, eine Menge Geld. Da habe ich keinen Pfennig von gesehen. Da hat mein Ex-Mann alles durchgebracht. Innerhalb von 2 Wochen war das ganze Geld alle. Ja, da habe ich nicht einen Pfennig von gesehen. Das haben Sie vorher nicht gut genug besprochen, hm? Nein, ich war meinem Ex-Mann so hörig, ne? Ich habe dem alles geglaubt und da fing das ja auch schon an, weil er war Trinker, ne? Und da habe ich nachher, da wusste ich überhaupt nicht mehr. Das lief zwar auf meinem Namen, aber er konnte jederzeit an das Geld dran, ne? Er konnte an meine Konten dran, ne? Mhm. Ja. Waren Sie abgeräumt? Da war ich abgeräumt. Mhm. Als Sie dann ins Krankenhaus zur Entbindung gefahren sind, Sie hatten ja vorher schon 2 eigene Kinder bekommen. Mhm. War das anders? Oder was war anders als sonst? Ich war nur froh, wie ich den Bauch los wurde. Also es war
Das war das Einzige, was ich gemerkt habe und überhaupt bei der Geburt. Normalerweise brauche ich für eine Entbindung 1-2 Stunden, ne? Und da habe ich dann weitaus mehr gebraucht, weil ich das Kind unbedingt nicht haben wollte, ne? Also ich wollte das Kind praktisch zurückhalten, ne? Irgendwie. Nicht rauskommen lassen? Ja, ja, ja. Haben Sie das Kind dann mit nach Hause genommen, nach der Klinik? Nein, ich bin nach 4 Tagen aus der Klinik gegangen. Und der Kindesvater hat das dann nach 5 oder 6 Tagen, ungefähr 6-7 Tage oder was, hat das Kind dann abgeholt. Ach, Sie waren sozusagen bei der Übergabe gar nicht dabei? Ich war da nicht bei, da war mein Ex-Mann bei. Mhm. Ich wollte das auch nicht. Den Handel haben sozusagen die beiden Männer gemacht? Also ja, ja, klar. Ja, klar, hat sich dann auch, ist er noch mit draufgekommen, hat sich noch 3-mal bedankt, dass er es überhaupt gemacht hat, ne? Mhm. Mhm. Und was haben Ihre Kinder gesagt, als Sie hier nach Hause kamen ohne Baby? Ja, ich habe denen gesagt, sofort, das Kind ist tot, ne? Und da ist es dann auch nachher bei geblieben erstmal, ne? Ist Ihnen das schwer gefallen, das zu sagen? Ein bisschen. Irgendwie denke ich auch, dass die Große, die wusste bestimmt irgendwie im Unterbewusstsein, dass ich da einen Handel getrieben habe, praktisch mit dem Kind, ne? Was ist das für ein Gefühl? Ein beschissenes Gefühl war das alles. Es existiert, es lebt, ne? Ich weiß in dem Sinne auch, wo es lebt, ne? Aber das Gefühl ist schon beschissen, ehrlich. Ich dachte, ich würde es nicht nochmal machen. Noel Keane's office? Yes. How are you? What can I do for you? Die größte Leihmuttervermittlung überhaupt in den USA seit 1976. Ein großzügiges Büro und sehr routinierte Mitarbeiterinnen, die nahelegen, es ginge um das normalste Geschäft der Welt. Listen, I'll have to let you go. Noel Keane ist Anwalt. Er setzt die Verträge zwischen den kinderlosen Männern und den zu einer Schwangerschaft bereiten Frauen auf. Viele Drillinge und Zwillinge sind vorzuführen. Gewollte Kinder, erwünscht nun wirklich. Jeder Zynismus fehl am Platze. Three boys, huh? Yeah. They might be identical twins too, I'm not sure. Aber ein bisschen ist der Vermittler auch immer Stifter des Glücks. Von wie vielen Kindern eigentlich? Ich habe 2 eigene Kinder. Im Leihmütterprogramm wurden gerade für das 225. Kind die Wehen eingeleitet. 40 Kinder sind noch zusätzlich unterwegs und 190 Paare versuchen gerade, ihre Leihmutter schwanger zu kriegen. Warten die? Nein, die nehmen schon die Inseminationen vor. Noel Keane ist Katholik und beruft sich mit seiner Arbeit auf das Recht zur Fortpflanzung als ein allgemeines Grundrecht. In seinen Verträgen heißt es natürlicher Vater und Ersatzmutter. Warum? Sie ist doch die Mutter. Sie ist nicht die Mutter. Es hängt natürlich davon ab, wie Sie Mutter definieren. Wenn die Person, die das Kind zur Welt bringt, für Sie die Mutter ist, dann haben Sie recht. Aber die meisten Leute würden sagen, dass es die Person ist, die das Kind aufzieht. Die Leihmutter ist die Trägerin. Sie ersetzt die Trägerin gewissermaßen, weil die andere Mutter es nicht kann. Im letzten Herbst sollte in Frankfurt die erste offizielle Leihmutteragentur eröffnet werden. Die Kritik war heftig und das Vermittlungsbüro wurde auf Gerichtsbeschluss hin geschlossen. Also zunächst mal, ich habe das nicht gegründet. Das hat ein deutscher Freund gemacht, um mir dann die Paare zu vermitteln. Und was die deutsche Rechtsprechung betrifft, die erste Instanz sagte, sie dürfen, die nächsthöhere, sie dürfen nicht. Das ist nicht anders als in einigen Bundesstaaten hier, die die Meinung vertreten, dass es falsch ist und nicht erlaubt sein sollte. Da muss man dann eben aufhören. Wir müssen mit den Gesetzen leben, auch wenn ein Staat dann so entscheidet.
Zufällig am Tage dieses Interviews steht in der örtlichen Zeitung, der gesetzgebende Ausschuss stimmt dafür, künftig bezahlte Leihmutterschaft zu verbieten. Dieser juristische Weg war lange in seinen Vor- und Nachteilen diskutiert worden. Die junge Journalistin, die den Artikel schrieb und viel zum Thema publizierte, beschreibt den Weg der Entscheidung. Well, I know that for several weeks, actually probably as long as 3 months. Vor ungefähr 3 Monaten veranstaltete der gesetzgebende Ausschuss eine Anhörung, sowohl von Leihmüttern und Paaren, die Verträge unterschrieben haben, als auch von Babybrokern, den Vermittlern. All das Pro und Contra. Danach hat der Senat eine Gesetzesvorlage beschlossen, dass Leihmutterschaft verboten werden wird. Das heißt, wenn die Regierung das auch verabschiedet, wird kein Babybroker mehr vermitteln dürfen, noch wird es einer Frau erlaubt sein, ihre Dienste als Leihmutter zu verkaufen. Nor will a woman be allowed to sell her services to act as a surrogate. In 4 Bundesstaaten der USA sind solche Verbote inzwischen beschlossen. Und es wird wohl auch in Michigan Gültigkeit erlangen für Keens Agentur. Wird das Büro geschlossen werden? Nein, bestimmt nicht. Also es kann sein, dass ich hier aufhören muss, wenn das Gesetz für Michigan durchkommen sollte. Aber es ist kein Problem, weil meine Kundschaft aus der ganzen Welt kommt. Es wäre sogar einfacher für mich, die Leute in New York City zu treffen. Ich bin hier geboren, meine Familie und Freunde sind hier, deshalb wäre ich lieber hier. Aber ich bin in New York, gestern zum Beispiel. Ich bin in Nevada und vielleicht bald auch in Florida. Und so sieht es jeden Samstag hier aus. Junge Frauen warten, dass sie sich bei kinderlosen Paaren vorstellen dürfen. Sie haben ihre Kinder mitgebracht, als lebenden Beweis ihrer Brauchbarkeit. Sie sind zum Teil kaum dem Schulalter entwachsen und in nicht sehr stabilen sozialen Situationen. Sie brauchen Geld. Ihre Ehemänner begleiten sie manchmal, wie um zu sagen, ich bin einverstanden. Vielleicht mag auch der eine oder andere Mann sogar auf die Idee gekommen sein. Die Frauen bekommen $10.000, wenn es klappt. Der Agent 7.000, in jedem Fall. In allen Büroräumen dasselbe Bild. Das kinderlose Paar, wie Bittsteller, gegenüber der jungen Frau, die vielleicht haben wird, was sie nicht haben können, ihr Kind. Dennoch sind sie die Kunden. Und wenn ihnen diese junge Frau nicht gefällt, werden sie eine andere wählen. Die 19-Jährige erzählt, wie schlecht sie bislang verdient habe. Und dass sie hofft, es wird ein Junge. Nach einer Stunde waren diese 3 sich handelseinig. Ein neues Dienstleistungsgewerbe, neutralisiert durch saubere Vertragsblätter und Geld. Für Einwände und Ängste ist hier kein Ort. Hat in der Auseinandersetzung der katholischen Moraltheologie mit der Leihmutterschaft der Begriff Ehebruch eine Rolle gespielt? Ja, davon wird ganz vehement in der katholischen Kirche gesprochen, meist nicht so hart mit dem Wort Ehebruch. Es wird etwas versteckt, dass man sagt, die Einheit der Ehe wird verletzt. Einheit meint ein Mann, eine Frau und jetzt kommt tatsächlich eine andere Frau hinein. Man wird aber auch da diesen Tatbestand vorsichtig wägen müssen. Sie gibt ein Ei. Ist sie damit schon ganz Partnerin dieses Mannes geworden, wie seine Frau eine? Sie gibt auch ihren Körper, nicht? In den 9 Monaten natürlich, aber das ist sicher eine andere Gabe, als eine Frau sie mit ihrem Lebensentwurf oder wie auch eine Ehefrau ihren Körper im ehelichen Gespräch gibt. Die katholische Kirche bezieht sich in ihrer Verlautbarung vor allem auf die Würde des Kindes, mit der eine Leihmutterschaft nicht vereinbar sei. Im März 87 kam das totale Nein zur Frage der Leihmutter.
ein Papier der Glaubenskongregation von Kardinal Ratzinger unterschrieben, vom Papst approbiert. Und da kam nun ein Bündel von Argumenten. Da wurde wiederum, wie schon bei der evangelischen Kirche gesagt, es gehört zur Würde des Kindes und damit auch ist es das Recht des Kindes, von dieser Mutter, diesem Elternpaar, empfangen, ausgetragen, geboren und erzogen zu werden. Technisch gesagt, die genetische Mutterschaft, die leibliche Mutterschaft und dann auch die erzieherische Mutterschaft soll in eins fallen. In ihren Maßstäben für Gentechnik und Fortpflanzungsmedizin fordert die evangelische Kirche wie die katholische, dass Mietmutterschaft gesetzlich verboten werden müsse. Sie argumentiert dabei aber nicht nur im Hinblick auf das Kind, sondern auch mit der Situation der sozial schwächeren Frauen, die damit ausbeutbarer würden. Wie erklären Sie sich das überhaupt, dass zur Weltbringen eines eigenen Kindes so wichtig wird? Es gibt ja genug Kinder. Ja, es ist ja nicht nur, dass dann die Partnerschaft um eine dritte Person bereichert wird, sondern in den Eltern wird ja psychisch etwas Neues angestoßen und entwickelt. Sie schauen über ihren eigenen Lebensentwurf hinaus, geben dann etwa auch ihre Lebenserfahrung an Menschen von eigenem Leib und Blut weiter. Das sind wohl ganz tiefe Erfahrungen und Sehnsüchte, die auch wohl sehr berechtigt sind. Allerdings, dass so viele Kinder am Straßenrand bleiben, die schon keine Eltern haben, und denen man auch Wesentliches von Kultur und eigener Partnerschaftsqualität weitergeben könnte, ist etwas bedenklich. Kleine Amis für die Mamis hieß ein Zeitartikel, mit dem Eva Maria von Münch viel Widerspruch erntete. Ich meine, dass man da mit gesetzlichen Verboten nicht herankommt. Die Bundesregierung plant ja, Leihmütter überhaupt zu kriminalisieren, also sogar für ein Jahr ins Gefängnis zu stecken, was ich für einen Irrsinn halte. Und auch die Vermittlung zu verbieten. Ich fürchte, dass das zu nichts weiter führt als zu einem schwarzen Markt oder zum Abwandern der Frauen ins Ausland, notfalls nach Amerika. Was die Agenturen betrifft, gibt es bei uns ja eine Parallele, nämlich die Adoptionsvermittlung. Da geht es direkt um die Vermittlung von Kindern. Mhm. Die ist seit einer Reihe von Jahren in staatlicher Regie und funktioniert hervorragend bei uns. Wird sehr verantwortlich gemacht mit psychologischer Begleitung davor und danach und für das Kind und für die Eltern. Warum ließe sich so etwas nicht auch für Leihmütter denken? Sollte man nicht vielleicht sogar daran denken, diese Adoption, die ja dann stattfinden muss, wenn die Mutter das Kind weggibt, nicht inkognito zu machen, sondern zu sagen, wir geben der Mutter, die das Kind ja bekommen hat und die ja auch die leibliche Mutter ist, ein Besuchsrecht, wenn sie das haben will. Mhm. Warum nicht, ließe sich denken. Ingenieurbüros der Gentechniker. Die offene Unterstützung von Leihmüttern haben sich die Ärzte nach ihrer Standesethik verboten. Dennoch ist ein grauer Markt entstanden, mit etlichen Umgehungstricks. Ein Ehepaar, die vielleicht durch Anzeigen eine Frau kennengelernt haben, die bereit ist, Leihmutter zu sein. Jetzt geht dieser Ehemann mit dieser Leihmutter zu einem Arzt und sagen, wir sind ein Paar, verheiratet oder nicht. Und wir haben Kinderwunsch. Und nach einigen Voruntersuchungen sagt der Arzt, wahrscheinlich kann man ihnen nur helfen durch die homologe Insemination. Das heißt, durch das Einspritzen von Sperma eines bekannten Partners oder des Ehemannes. Und der sitzt ja dem Arzt gegenüber. Das ist der Herr Müller mit seiner bekannten Frau Schmidt. Man ist liberal und sieht einen Trauschein nicht als unbedingte Voraussetzung. So entsteht das Kind. Und dahinter könnte sich eine Leihmutterschaft verbergen. Auf welchem Wege auch immer entstanden, etwa 1000 Leihmütterkinder soll es in Deutschland inzwischen geben. Und ganz extrem wird es ja, wenn die Frau das Sperma von zu Hause mitbringt und sagt, das ist von meinem Mann. Kommt das vor? Das kommt sehr häufig vor, dass also erstens die Frauen das Sperma von zu Hause mitbringen, wenn gewisse räumliche Distanzen, der Zeitfaktor in Ordnung ist, nicht länger als eine halbe Stunde und körperwarm transportiert. Aber wir haben 2, 3 Beispiele, wo dieses Sperma auf einmal besser war, also sehr viel besser, dass wir uns wunderten. Und hinterher erfuhren wir, dass es dann ein Freund oft war, des Mannes oder von der Frau, der dies abgegeben hatte. Tiefkühlbehälter für Sperma.
Befruchtung im Reagenzglas werden für Leihmütter ebenfalls versucht. Ja, ich finde, das ist ein guter Aspekt der In-vitro-Fertilisierung, dieser modernen Fortpflanzungstechnologie, dass eine Frau Eizellen spenden kann, befruchten kann mit dem Sperma ihres Mannes. Sie hat keine Gebärmutter, das ist das klassische Beispiel, verloren durch eine Operation in jungen Jahren und dann eine Frau sucht, die dies austrägt. Dann ist das genetische Material total verschieden von dem biologischen. Das genetische Material gehört dem Auftraggeber. Aber wie gesagt, da ist wieder der finanzielle Aspekt, spielt eine Rolle. Die Frau wird es wahrscheinlich nicht umsonst machen. Und wie gesagt, aber in Belgien, in Brüssel gibt es eine sehr, sehr gute Gruppe, die machen das, was Sie angedeutet haben, schon seit einem Jahr. Und in Rotterdam genauso. Es wird immer vom Risiko für alle Beteiligten gesprochen. Das klingt, als sei Leihmutterschaft bei uns verboten. Nein, es gibt keinen Straftatbestand der Leihmutterschaft. Also der Arzt... Jedenfalls im Augenblick nicht. Es ist in einem Gesetzesentwurf, der vorliegt, ist vorgesehen, dass ein Arzt, der eine künstliche Insemination vornimmt, im Wissen, dass es sich um eine Leihmutterschaft handelt, sich strafbar macht. Aber das ist, wie gesagt, erst ein Entwurf und ob das Gesetz wird, ist eine andere Frage. Zum Zweiten kann man eine solche Vereinbarung nie gerichtlich durchsetzen. Also man kann im deutschen Recht die Leihmutter nicht zwingen, das Kind gegen ihren Willen herauszugeben, sondern das Kind muss, wenn es zu den Wunscheltern kommen soll, von diesen adoptiert werden oder für ehelich erklärt werden, weil der Wunschvater ja auch der natürliche Vater ist. Und da wird immer das Vormundschaftsgericht eingeschaltet und da ist zur Adoption, zur Ehelicherklärung immer die Zustimmung der Leihmutter erforderlich. Und wenn sie die Zustimmung verweigert, kann nur in ganz extremen Ausnahmefällen diese Zustimmung ersetzt werden, sodass also praktisch gegen ihren Willen nie eine solche Adoption oder praktisch nie eine Adoption vorgenommen werden wird und ihre vorherige Zustimmung, das wollte ich gerade fragen, die ist nicht wirksam, die ist also nicht durchsetzbar, denn es steht im Gesetz ausdrücklich drin, dass Zustimmungen zur Adoption erst 8 Wochen nach Geburt des Kindes abgegeben werden können. Sicherlich wird es natürlich Auswirkungen haben, dass man davon ausgehen kann, dass deutsche Eltern auch in die USA gehen, um dort zum gewünschten Baby zu kommen. Aber auch da kann ich eigentlich nur warnen und sagen, ob man wirklich nach der gesamten Prozedur, die in den USA noch ungefähr 3-mal so teuer ist wie hier, mit einem Kind glücklich nach Hause kommt, das erscheint mir äußerst zweifelhaft. Was heißt 3-mal so teuer? 60.000 Mark oder was? Worauf kommt man? Ja, circa. Das kann sogar noch mehr sein. Dieses Vororthaus auf einem schönen Grundstück hat Shannon Boff durch 2 Leihmutterschaften verdient, denen sie auch weitere folgen lassen will. Zeitlich zwischen ihren beiden eigenen Kindern bekam sie ein Kind durch sogenannte normale Insemination und eines wurde ihr als in vitro befruchtetes Ei eingepflanzt, stammte also genetisch von den bestellenden Eltern. Das war toll, das war wunderbar. Das Paar, die waren wirklich begeistert, ihr eigenes Kind. Und ich fand es eine wunderbare Idee und hoffte, es würde klappen. Denn als sie anfingen, war das überhaupt nicht klar, aber ich wollte es versuchen. Ich war begeistert und dachte, das ist nicht mein Baby, es ist kein Teil von mir. Eine unglaubliche Erfahrung, ein Kind auszutragen, das vollständig diesem anderen Paar gehört. Sie wussten, es ist ihrs und sie warteten drauf. Das war wirklich toll. Was sagen Sie denn zu dem Verbot der Leihmutterschaft, jedenfalls der bezahlten? Ich habe das so verstanden, dass Sie die kommerzielle Leihmutterschaft verbieten wollen. Ich finde das nicht richtig. Ich weiß, dass einige Leute da eine Menge Geld mitmachen, aber Sie müssen verstehen, die arbeiten mit dem Paar mindestens ein Jahr. Oder gucken Sie mich an, mit dem Lohn von $10.000 als Leihmutter. Sie arbeiten für das Jahr wahrscheinlich ein Jahr mindestens ein Jahr und es gibt viele Leute, die in einem Jahr mehr Geld machen. Ich finde das Verbot nicht richtig. Wenn Sie das durchrechnen, kommen Sie auf $1 und etwas für die Stunde. Das ist sehr niedrig. Ein Babysitter bekommt mehr als ich. Fast jeder bekommt mehr als ich. Die sollten sich nicht so sehr aufs Geld fixieren. Das Geld ist nicht das Entscheidende. Das Feministische Frauengesundheitszentrum in Frankfurt ist Mitgliedsorganisation von FinRage,
einem internationalen Zusammenschluss gegen die Gefahren und Übergriffe durch Gentechnologie. Die Organisation von Frauen der ersten und sogenannten Dritten Welt wurde 1984 in Holland gegründet. Uns geht es im Grunde genommen darum, deutlich zu machen, dass die Leihmutterschaft eigentlich eine kleine Facette in einem, ja, ich würde schon fast sagen, gigantischen Fortpflanzungsgeschäft ist, bei dem immer mehr Menschen, Männer und aber besonders Frauen, in ihre einzelnen verwertbaren Körperteile aufgesplittet werden, um sie dann zu vermarkten. Insbesondere wenn man die Praktiken in den USA beobachtet, stellt man fest, dass eigentlich die gesamte Palette an Reproduktionstechniken, die gegenwärtig verfügbar sind, in dem Leihmuttergeschäft ausprobiert werden und fester Bestandteil sind. Also es ist halt nicht vorstellbar, dass zum Beispiel ein weißes Ehepaar eine farbige Frau als Leihmutterschaft akzeptieren würde, weil dadurch das Kind eben auch gemischt ist. Aber in zunehmendem Maße, wo zum Beispiel Eizellenspende auch eine Rolle spielt oder auch Embryonenausspülung, das heißt, dass also der Embryo ausgespült wird, bevor er sich in den Uterus, also die Gebärmutter der Frau, einnisten kann, dass eben auch in zunehmendem Maße farbige Frauen aus der sogenannten Dritten Welt in Frage kommen. Die dann sozusagen das befruchtete Ei nur eingebracht? Nur austragen, also das ist dann die wirkliche Form von Brutkasten, von Brutmaschine. Dass Frauen als lebendige Wesen dazu benutzt werden, 9 Monate lang das Kind für eine andere Frau auszutragen und wobei eben die Eizelle, also das genetische Material, auch von dieser anderen Frau gekommen ist. Und im Grunde genommen hat man das ja auch an den Gerichtsverfahren in den USA beobachten können. Wer da streitet, sind Frauen und Männer, die eigentlich als Besitzer von Samenzellen und Besitzerinnen von Eizellen und Gebärmüttern vor Gericht stehen. Und um das Produkt der Vereinigung ihrer Keimzellen kämpfen. Wir bezeichnen die Leihmutterpraxis aber genauso eigentlich auch wie das gesamte Fortpflanzungsgeschäft, was sich im Moment entwickelt, als eine Entwicklung, in der Männer immer stärker die Kontrolle über die Fortpflanzung und auch die Gebärfähigkeit von Frauen in die Hand nehmen. Also dass Männer nicht nur eine Rolle spielen als diejenigen, die sich ein Kind wünschen und Väter werden, sondern als Mediziner, die immer verfeinerte Techniken entwickeln zur Kontrolle der Fortpflanzung, bis hin, also dass ja heute unter anderem auch daran gearbeitet wird, Frauen gänzlich überflüssig zu machen und künstliche Gebärmutter einzusetzen. Und schließlich die geschäftstüchtigen Agenten in der Regel Männer sind, die als Juristen oder als Kaufleute einen ordentlichen Markt auf dem, mit dem Argument der leidvollen Unfruchtbarkeit entwickeln. Ich denke, es ist aber einfach auch schon wichtig zu sehen, dass das System auch einfach nicht klappt, weil die Fälle sich häufen, sowohl in der USA als auch hier in der BRD, wo Frauen eben das Kind danach nicht abgeben wollen oder nicht abgeben können, also das dann einfach nicht, den Vertrag nicht erfüllen. Und dass so, wie das in den Leihmütterverträgen in Amerika geregelt ist, dass jegliche emotionale Bindung zwischen der Frau und dem Kind ausgeschlossen ist, dass das einfach nicht funktioniert. Also Schwangerschaft ist schlichtweg mehr als ein rein körperlicher Vorgang, sondern Emotionalität, Gefühle spielen da auch eine Rolle und die kann man nicht per Vertrag ausschalten. Es klappt einfach nicht, es geht nicht. Leibliche Mutter würde man vielleicht den Buchtitel übersetzen, den Elizabeth Cain für sich gewählt hat. Sie zeigt auf das Foto ihres Sohnes Justin, den sie vor inzwischen 6 Jahren als Leihmutter bekam. Sie war die erste Leihmutter der USA. Das Experiment. Sie habe mit niemandem richtig über ihre Erfahrung reden können, sagt sie. So sei das Buch für sie notwendig geworden. Eine begeisterte Vorzeige-Leihmutter damals. Ihre Familie, die eigene, unterstützte sie, solange sie konnte. Aber die persönlichen Einbußen waren groß. Die Kinder wurden gehänselt, der Mann verlor seine Stellung.
Inzwischen sind sie in eine andere Stadt gezogen. Haben Sie versucht, den Vater des Kindes später zu treffen oder den kleinen Sohn selbst? Ab und zu haben sie Fotos geschickt oder wir haben telefoniert, aber das machte alles schwieriger. Als er so zwei war, konnte ich einmal seine kleine Stimme am Telefon hören. Und da war er nicht länger das Würmchen in der Wiege, das jemandem anderen gehörte. Er war mein kleiner Sohn. Das war schwierig. And after that period of 6 to 8 months, I went into a very deep depression. Nach dieser Zeit hatte ich eine sehr schwere Depression. Ich wusste nicht, was tun. Ich wusste, ich würde ihn nie wiedersehen. Ich hatte einen Fehler gemacht. Ich habe meine Familie durch die Hölle geschickt. Damals habe ich oft daran gedacht, mich umzubringen. Als er ungefähr 6 war, habe ich mir Bilder von ihm angeschaut. Ich guckte nach der Familienähnlichkeit, habe die Nase abgedeckt. Zeigen Sie das bitte nicht so mit der Kamera. Und ich entdeckte, er hat mein Haar geerbt, meine Augen, auch Züge meines Großvaters. Ja, den Mund hat er vom Vater, das ganze Irische. Aber für Generationen und Generationen wird er meine Gene in sich tragen. Die natürlichen Gesetze sind schließlich durch so einen Vertrag nicht zu verleugnen. Also er ist der Sohn eines anderen Mannes, aber er ist auch mein Sohn. Beim Ballspiel mit ihrem jüngsten Sohn. Zusammen mit Jenna Correa, Gloria Steinem und früheren Leihmüttern hat Elizabeth Kane inzwischen die National Coalition gegen Leihmutterschaft gegründet, mit der sie Aufklärung leisten und ein allgemeines Verbot der Leihmutterschaft in allen Bundesstaaten erreichen will. Ich bin inzwischen gegen jegliche Leihmutterschaft. Ich habe Frauen erlebt, die es umsonst für Freundinnen machten, die es für ihre Schwester machten. Es hat nicht geklappt. Und mit Geld, ich bin dagegen, dass man Kinder für Geld eintauschen kann. Die mögliche Falle, der Vertrag, der zum Beispiel bei Noel Keane fast 30 Seiten umfasst. Abraham Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft und Noel Keane führt sie wieder ein im Jahre 1988. Frauen, die den Vertrag unterschreiben, müssen mit Tests an den Föten einverstanden sein, zur Not mit einer Abtreibung. Der inseminierende Arzt kann mit ihnen experimentieren, indem er die 2- und 3-fache Dosis von Hormonen gibt, damit sie schnell empfangen. Sie dürfen nicht rauchen, nicht trinken, mit ihrem Mann nicht schlafen oder irgendein Medikament einnehmen. Wenn es gewünscht wird, müssen sie ins Krankenhaus oder eine spezielle Diät essen. Unglaublich. Der Babybroker und das Paar haben sie wie eine Marionette am Fädchen. Was tun, wohin gehen, wie sich verhalten, sie sind wirklich versklavt, sie haben keine Rechte. In diesem Land ist Prostitution illegal und Leihmutterschaft ist Prostitution im reproduktiven Bereich. Ein reicher Mann kauft den Körper einer Frau nur für längere Zeit und mehr Geld. Und ich denke, je besser die Koalition arbeitet und je länger, umso eher bekommen wir die einzelnen Bundesstaaten so weit, das Verbot auszusprechen. Nevada wird der letzte sein. Und darum arbeiten wir so eng mit dem Kongress zusammen, weil wir ein landesweites Verbot wollen. Glauben Sie, dass dadurch eine solche Agentur wie die von Noel Keane geschlossen werden muss? Ja, natürlich, dafür arbeiten wir. Wird.